Hallo Leute, das ist wieder mein Videoblog. Heute ist der 8.9.2020. Ich war heute mit Corinna und Sonja unterwegs in Melk an der Donau. Wir haben gepicknickt, gegessen, getrunken, geraucht, getratscht. Es war extrem lustig. Claudia und, also Sonja und Corinna haben sich so ein bisschen gezankt, aber eher spaßeshalber, weil Corinna doch immer sehr überdreht ist und, aber sie hat mir geholfen beim Auto einsteigen und so. Weil es Sonja gezeigt hat, wie es geht. Und da ist sie sehr gefühlvoll und vorsichtig und macht das alles ganz gut. Ich glaube, es wird nochmal anders, wenn sie selbst den Führerschein hat. Aber ein, zwei Mal üben müssen wir noch. Aber dann sollte das gehen. Und Sonja war jetzt noch eine Weile bei mir zu Hause. Corinna haben wir zum Bahnhof gefahren. Nach Melk um 16 Uhr. Weil ich um 16 Uhr auch nicht mehr im Rollstuhl sitzen konnte. Und weil ich so Kreuzweh hatte. Und Sonja war, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen bei mir zu Hause. Wir haben uns noch ein bisschen über den Tag unterhalten und ob es ihr gefallen hat und mir gefallen hat. Und ja. Das war heute. Recht viel Neues gibt es eigentlich nicht. Morgen habe ich gestern Termin. Morgen kommt wieder Sonja. Aber alleine. Und ja. Eigentlich passt alles. Mir geht's gut. Richtig gut. Ich komme mit der Medikamentenumstellung jetzt besser klar. Langsam passt sich der Körper der Effektindosis an. Und in ein paar Tagen kann ich es absetzen. Und ja, das ist so ziemlich alles jetzt. Es sind nur 3 Minuten, 3,5 Minuten Video, aber mehr gibt es momentan nicht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines.